Hallo, guten Tag. Heute ich werde euch zeigen, wie macht man Quitten Kuchen. Ich habe noch so viele Quitten hier bei mir, deswegen ich werde euch zeigen, wie macht man Quitten Kuchen. Und das ist nur ganz, ganz einfach. Und gleiche Zutaten, was ich immer mache, von Pflaumenkuchen und Apfelkuchen. Nur ist noch ein bisschen mehr andere Zutaten dazu. Okay, ich muss erstmal die Quitten schneiden. Und ich möchte euch nicht zeigen, wie ich das schneide, weil es ist hart, diese Früchte. Okay, bis gleich. So, ich habe jetzt die Quitten gewürfelt und dann lege ich jetzt auf die Seite. So, ich will jetzt anfangen. Ich habe jetzt 250 Butter, 500 Gramm Mehl, normal Mehl, und ich habe jetzt auch 500 Gramm Quitten, 5 Eier, Mandel, gewürfelte, und ich mische das nachher oben in der Teig, gehobelte Mandel, Zucker, 250, ein Packung Vanillezucker und ein Packung Backpulver. Das war eigentlich da. Achso, und auch noch Sahne, Schlagsahne oder Creme auf Englisch. So, ich fange jetzt an erstmal mit dem Butter rein. So, ich habe der Vanillezucker und der Backpulver hier in Mehl zusammen reingetan. Und ich fange jetzt an mit dem Butter zu mischen. Ich mache den Zucker rein. Ganzen Mehl gemischt mit Backpulver. So, ich mache jetzt nach und nach die Eier. Thank you.
So, ich mache das jetzt rein in den Backblech. So, ich bin jetzt dabei mit den gehobelten Mandel drauf. Das ist nur mein Version. Weil ich finde es gut, wenn man so Mandel drauf. Das ist nur, wie gesagt, das ist mein Version. Und dann, das wird nachher rein in den Ofen, vorgeheizten Ofen. 200 Grad. 25 bis 30 Minuten. Okay, bis später. So, jetzt meine liebe Freunde, jetzt ist es schon fertig, unsere Kuchen. Und ich mache das jetzt mit Puderzucker, damit ist es schmeckt am besten auch. So, meine liebe Freunde, das ist unsere fertige Produkte. Quitten Kuchen. Okay, guten Appetit!